das Gefühl, einen wertvollen Gegenstand zu finden. Ja, na, dann mach ich tu hier mal den schwachen Heiltrank, den großen Heiltrank austauschen. So. Jo, ah, okay. Hab gefragt, wo du bist. Also, ja. Tyrael, was gibt's, Bro? Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Dann muss die Bresche versiegelt werden. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Oh, die zweite Ebene. Von der Bastionstiefe. Ah, genau. Ich habe gerade einen Ring gefunden bei mir. In der Box. Ich glaube, ich nehme den einfach mal raus und ziehe ihn an. Oh. Ja. Was bringt mir eigentlich diese Pfütze? Ich habe so einen schwarzen Pelz. Kannst du die verkaufen? Oder Leorix? Chainbein habe ich auch noch rumliegen bei mir. Du kennst doch bestimmt der junge aus Kommandant Calderos glaubt, Zweier von Diablo, das Cool-Level, oder? Rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. What? Okay, sagt mir gar nichts. Das war so ein... auszuführen. Calderos kann ja gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen. Ich nenne es mal East Egg von... Also ist das so ein Funny Level, ja, genau, oder was? Wo man dann so... Ah ja, davon habe ich schon gehört. Kühe abstachen, ja, konnte. Ich habe ja... Ja, genau. Ich habe ja in Zweier nicht gezockt, aber... Die haben... Die meisten, mit denen ich gezockt habe, hier im Dreier, die haben gesagt, ja... Im Zweier gab es dann ein Q-Level. Und hier im... Dreier gibt es eben auch, aber es ist halt eher ein Pony-Level. Da sind dann so... Ponys, die Regenbögen essen und Schmetterlinge pupsen. Das können wir mal ganz am Ende irgendwie so als kleines Special machen. Ja, stimmt, könnte man eigentlich machen. Dass man das auch mal gesehen hat. Ja. Die Mobs da drin haben etwa die Stärke von Akt 3 Mobs. Und Alter, okay. Der Pilz ist halt so ein Ding, was man braucht, um so einen Stab zu bauen, um eben später in dieses Q-Level zu kommen. Okay. Pony-Level. Nice. Ehrlich. Dann, ja. Da gibt's auch einen Erfolg, oder ja, wie heißt denn das andere Ding da? Nicht Erfolg, sondern... Set, ne. Keine Ahnung. Y. Eine Heldentat. Im Lande der Killer-Einhörner. Okay. Kriegst du schon. Nice. Wir sind ja Achievements-Jäger. Ja, genau, also. Voll hart dran hier. Ja, Diablo und WoW sind so Sachen, wo man Achievements schon so ein bisschen hinterher geht, aber so in anderen Spielen, no, denke ich, meistens, ja, nice to have, aber muss ich mir nicht unbedingt geben. Ja, genau. Ach du Heiliger. Na, dabei. Oh. Ist gestorben. Ja. Ja, bei manchen Spielen versucht man irgendwie darauf zu achten, dass man die gleich findet oder so. Ja. Aber machen wir das mal dann einfach dran vorbei. Okay. Ja, also die Typen, die waren, hatten so eine kleine Fähigkeit, die nennt sich Geschmolzen. Da ziehen sie erstmal so einen Feuerboden hinter sich her. Und wenn sie tot sind, dann explodieren die. Ja, okay. So als kleine Aufklärung. Okay. Okay. Also jetzt nicht nur für dich, Mats. Du weißt es ja bestimmt. Ja. Also es gibt bestimmt Leute, ja, ja, das, die das ja nicht wissen, ja, was. Ja, zumindest die, was nicht gezockt haben. Ja. Also. Ja. Oder nicht durchgezockt haben. Ja, doch. Ja. Oder? Keine Ahnung. Die, wo es gar nicht gezockt haben, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Am ersten.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, doch. Ja, 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 ja. Ja, 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 passt schon. Ja, passt schon. Okay. Schwache Holztür. Alter. Oh. Da, Schatzsucher, töte ihn. Oh, oh, Schatzgoblin. Alter, der hat wohl die vielen Steinchen fliegen lassen, finde ich. Es gibt ja so verschiedene Goblins. Ja, stimmt, ich habe mich schon gewundert, weil hier Ding, Schatzsucher drüber stand. Ja, da gibt's noch Pygmäen und was weiß ich was alles. Erkennt man auch an der Farbe. Lastige, fräsige Bestie los. Ja, das ist mir jetzt noch nicht so auffallend. Ja, muss man darauf achten. War der jetzt gerade blau oder schwarz? Ich hab's nicht genau gesehen. Ich glaube, er war blau. Okay. Muss mal drauf achten. Ja. Es gibt noch. Also, es gibt rot, schwarz, blau und ich glaube, gelb. Alter, was? Wie sind da? Ja, Rinder. Was zur Hölle? Yeah. 27 mit einem Schlag. Alter. Da gibt's doch irgendwie einen Erfolg mal für glaub ab 40 oder 30 Gegner. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man 30 mit einem Schlag tötet, dann kriegt man Erfolg. Okay. Müssen wir uns holen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Kann gut sein, dass ich den nicht hab. Ja, ja, muss gucken. Ja. Weiß gar nicht, was mein höchstes war. Also ich weiß, es gab irgendwie einen Erfolg für einen Mönch. Es war so ein Mönch-Erfolg. Da gibt es so kleine Gnome. Die kennst du vielleicht noch aus dem Akt 1 eventuell. Aus diesen dicken Typen, die explodieren. Ja. Da kommen doch so kleine Gnome raus. Ja, da gibt's irgendwie einen Erfolg, wenn man, ich glaube, 5 oder so auf einmal wegkickt. Als Mönch. Okay. Wenn er diesen Tritt hat. Ja. Mama. Das war Blizzard, der eigentlich immer relativ geile Idee. Ja. Ich finde auch so, wie sie ihre Spiele verpacken, ist auch relativ geil. Ja. Die sind ja immer so ein bisschen mit 3D, so 3D angehaucht. Oder halt da kannst du drüber fahren und dann sind da halt so Hobbit. Okay, Matze, ich glaube, ich bring mich nächstes Mal in die Landesklinik. Ja. Nächstes Mal, wenn wir da wieder vorbeifahren, lasse ich dich da. Okay, mach das. Da fühle ich mich bestimmt voll wohl. Ja, da gibt's gute Medikamente. Oh ja. Oh ja. Mein lieber Jonathan, ich hoffe, es geht dir gut und das Leben auf der Bastion ist nicht so hart. Oh, da ist noch eine Truhe. Von Tag zu Tag mehreren Vater. Voll gern, da Schildkröte. Was? Und ich werde jede Nacht dafür beten, dass du heil wieder zurückkommst. Ah, Matze, ich hab einen Helm für dich. Ah. Warte. Oh Mann, du Trolle. Ja, muss auch mal sein. Das ist ja so sehr. Das ist mal Troll. Ebene 2. Nein! Ja. Ja, Ebene 2 ist richtig. Nee, du hast es geschafft. Ach du. Cool, super. Ich hab ein Band für dich. Was? Ein Band? Band. Ja, warte, ich zeig's dir.